begib dich zum Funkturm. Das werde ich sofort tun, Spiel. Das ist eine sehr gute Idee. Hier ist der, der hier von diesen Rebellen da, begibt sich versunkenen Bunker, findet den Weg ins Boothaus. Ins Bootshaus. Muss wahrscheinlich irgendeinen Schlüssel finden oder vielleicht von oben übers Dach. Aber lass uns erstmal den Funkturm machen jetzt. Ich hab da irgendwie Bock auf den Funkturm. Man soll ja das machen, was man Bock hat. Im Leben, so wie beim Spielen. Ja, dann klappt's auch. Ja, Far Cry 5. Ich habe jetzt angefangen, zwischenzeitlich ein bisschen Far Cry 3 zu spielen, während ich auf die Grafikkarte gewartet habe. Das war auch gut. Macht auch sehr, sehr viel Spaß. Funkturm und so. Wenn ihr das noch nicht gespielt habt, das... Ort entdeckt, zentraler Funkturm. Okay, was können wir hier machen? Vielleicht gibt es ja hier ein Fahrzeug. Warum gibt es hier eigentlich keine Fahrzeuge? Geht einfach auf. Na dann würde ich sagen, hier hoch. Hoch mit dir, mein Freund. Jetzt kann ich habe den Namen vergessen. Rookie, genau. Er heißt Rookie. Wie Rocky. Nur mit nicht. Mit Doppel-O. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Pass trotzdem auf, dass du nicht runterfällst. Geil. Das war eine Anspielung auf Far Cry 3 wahrscheinlich, dass man da so viele Türme machen musste. Und von hier aus kommt man dann auch gleich zum Schrein, perfekt. Oh, ist ganz schön weit oben hier. Ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so sehr sterben. Okay. Okay, Funkturm. Interagieren. Ich wollte gerade reden, warte mal. Ah, okay. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Haupt County ist in drei Regionen unterteilt. Im Norden sind die Whitetail Mountains. Okay, habe ich. Hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitetail-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith. Ihr kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Bliss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Okay, klingt gut, mein Freund. Oh, Jack. Ja, dann. Hier, da sind die ganzen Missionen. Abgeschlossene Aufträge, 72. Stufe 1. Oh Mann, haben wir noch viel zu tun. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das gut überlegt habe, dieses Spiel anzufangen. Aber es macht aber einfach auch Spaß. So. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Okay. Okay, Ladebalken. Ich würde eigentlich auf der Insel noch bleiben, ehrlich gesagt. Okay. Ach, Scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das musst du sehen. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein?
Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. Oh, Scheiße. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Willkommen bei Eden's Gate. Keine Sorge, wir kommen zu dir. Deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Okay. Dann machen wir das, würde ich sagen. Dann holen wir unsere Partnerin. Das ist natürlich oberste Priorität. Ja. Ich habe dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Okay. Story-Mission. False End, False End, False End, my friend. Ach, wir sind hier in der Mitte. False End, wo ist denn False End? Ah, wir können jetzt von der Insel runter, das ist ja geil. False End. Willow Creek. Beaches. False End. Sägewerk, hier ist Baron-Sägewerk. Hier ist Jess. Jess Black. Bin beim Sägewerk. Die Tage des Kochs sind eindeutig gezählt. Okay. Das ist natürlich gut, jetzt. Wo ist denn dieses False End? Hier sind natürlich haufenweise Sprachnachrichten, aber das können wir jetzt alles gar nicht verarbeiten, so viel Informationen, denke ich mal. Wir sollten jetzt wirklich, hier ist False End. Die Peggys haben False End übernommen. Wenn du mich hörst und wenn du uns helfen kannst, dann brauchen wir dich. Mary May out. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das erstmal. Gehen wir ein kleines bisschen der Story nach vorne. Das kann nicht verkehrt sein, denke ich mal. Hier auf der Insel gibt es ja auch noch ein bisschen zu tun. Wir könnten ja erstmal die Insel ab. Hier ist ein Boot. Jetzt ist da ein Boot. Das ist ja geil. Hier sind überall Boote, jetzt gibt es auch Fahrzeuge. Hier ist ein Quad. Cool. Das ist gut. Ja, müssen wir echt mal jetzt hier zentraler Funkturm. Schrein, den können wir noch zerstören. Da kommen wir jetzt mit dem Boot rüber. Lass uns mal schnell noch den Schrein zerstören, würde ich sagen. Und dann nehmen wir mal die Seilrutsche. Das ist das Boot. Ich würde mir das Quad angucken. Wo ist das Quad? Wo ist das Quad, mein Freund? Das erschlägt einen förmlich, dieser ganze Informationsfluss. Das ist natürlich... Jetzt kann ich jetzt hier so markieren. Alles klar, wird schon wie bei Far Cry 3. Ja, Gutes haben sie einfach implementiert, finde ich gut. Wo ist das Quad? Mit einem Fahrzeug folgst du am besten der Schotterstraße von geil, der Insel also. Bis zur Teufelsgabelung und fährst dann immer der Nase nach, ganz wie es dir beliebt. Nice. Viel Glück, Deputy. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß. Dutch out. Ah, ich kann Wurfgeschosse einsetzen, das ist gut. Ich habe eine Hupe. Oh, das ist gut. Fahrhilfe, Shift. Kein Signal, alles klar. Ah. Oh, das fährt alleine, Alter. Wie geil. Wie nice ist das denn? Das ist ja cool. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja cool. Da wollen wir natürlich aber gar nicht hin. Wir wollen ja jetzt erstmal hier zu dem Boot, möchte ich gerne mal.
Weil dann kann man den Schrein noch schnell zerstören. Das würde ich gerne noch machen. Und jetzt hier Fahrhilfe an. Das war hier. Achso, der fährt dann bis zum nächsten möglichen Punkt. Also der fährt nicht durch, oh, sorry. Yeah! Boah. So. Unser, wo ist unser Kumpel hier? Der Scott. Scott ist jetzt nicht da, gut. Er kommt wahrscheinlich in einer Mission zu uns, denke ich mal. Das sieht schon echt geil aus, das Spiel, kann man nicht sagen. So, da holen wir uns mal den Schrein noch. Dann ist die Insel sicher, denke ich mal. Das habe ich bestens gehört. Wir haben ihn! Er ist genau da! Mina, ne, den brauche ich, eine Schaufel brauche ich jetzt eigentlich nicht. Also die wollen sich ja ein Grab schaufeln. Wir haben gelernt. Plündern. Ist wahrscheinlich wieder Rucksäcke craften. Denke ich mal, hoffe ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo kann man die finden? Vielleicht kaufen. Was haben wir denn hier für ein nices Gewehr? Was ist das? Also dasselbe wie wir haben. Ja, die Knarre ist auch dieselbe. Braucht man also quasi nicht. War jetzt gar nicht so schlimm. Das Teil hier zu einzunehmen. Wehrmunition, Pistolenmunition ist voll. Was haben wir hier? Feines. Nichts. Nichts ist sehr gut. Nichts ist das, was ich mir gewünscht habe jetzt hier. So, dann können wir ja eigentlich. Dann ist das eigentlich. Da ist noch ein Boot. Das ist gut. Jetzt die Schnellreise auch verfügbar, das ist auch gut. Was haben wir hier noch? Johnson Wachturm haben wir jetzt schon befriedigt. Weiß nicht, ich würde jetzt gerne erstmal die Insel schnell abfrühstücken. Ja, aber das ist am besten, wenn wir erstmal die Insel schön sauber machen. Dann da haben wir da keine Probleme mehr weitergehen. Das sind nur noch jetzt quasi hier dieser versunkene Schätze. Idealer Ort für die Prepper. Die Prepper hießen die, mir ist der Name nicht völlig eingefallen. Hier ist der Johnson Wachturm. Da müssen wir mal hin jetzt, würde ich sagen. Johnson Wachturm. Wenn wir den noch bei einnehmen. Wo ist der? Wo ist meine Wegmarkierung? Da in diese Richtung, 226 Meter. Wollen wir mal schwimmen? Oder ich könnte das Boot wieder nehmen. Das kleine Fahrzeug, das Wasserfahrzeug. Das kleine. Ja, man kann man angeln? Ich weiß gar nicht, ob man angeln kann. Bei Far Cry 3 ging das ja, angeln, glaube ich. Ging das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ging. Hier ist mein. Ach so. Zurück ins Wasser schubsen. Wollen wir mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Wir lernen ja nur so, du lernst ja nur über das Spiel Bescheid zu wissen. Okay, also es braucht Wasser unter sich, damit es funktioniert. Sehr gut. Dann. Nehmen wir natürlich wieder unser Quad. Gut, dass die Fahrzeuge auch stehen bleiben und nicht einfach wieder schwinden. Das finde ich gut. Oh. Okay, dann machen wir mal kurz durch den Wald. Hier wollte ich parken, das Pro Gaming. Auf ganz hohem Niveau. Okay, da ist was zum Hochklettern.
Okay. Johnson Lookout Tower. Okay. Haben wir den jetzt schon eingenommen, oder? Das weiß ich jetzt sicher so gar nicht jetzt. Mission in der Nähe, finde einen Weg ins Dings. Schauen wir mal, was hier auf dem Tisch. Lass sie nicht triggern, schade. Rohrzahn gegen Schaufel, ach ne, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Ach, schade. Dann ist es wahrscheinlich irgendwie. Ne, jetzt ist er blau. Jetzt gehört er uns quasi, aber ohne zu kämpfen. Ist ja auch interessant.